Guten Morgen und herzlich willkommen zum Marktüberblick von tradingportal.net. Wir haben Mittwoch, den 10. Juli 2019 und die Woche bildete eine bearische Range bisher aus. Der Start unterhalb der 12.600, wie im Wochenausblick erwähnt, war eine Gefahr für die Bullen und eröffnete diesen Weg Richtung Gap Close, welches wir gestern nun erreicht haben. Wir blicken hier auf unseren DAX-Wochenchart. Das ist unsere aktuelle DAX-Wochenkerze. Hier die Vorwochenkerze mit der Ausbruchkerze. Fragezeichen. Die Ausbruchkerze hat sich nun nicht bestätigt, beziehungsweise das Ausbruchgap. Es wurde gestern bereits wieder geschlossen. Und nun ist die Frage, ob ihr vielleicht eine Erschöpfungslücke gesehen habt. Dieses neue Gap, was nun aufgeschlagen wurde, das zeige ich euch im Tagesschart gleich genauer, könnte nun auch eine Gipfelbildung darstellen. Wichtige Zone wäre nun auch die gestern gebrochenen 485, 508. Unterhalb ist nun die Spanne erstmal aktiv Richtung 438, 48 und das Tagestief von gestern 365. Das wäre unsere erste Spanne heute von der 508, 485, 438, 48 zur 365 ins Neutrale. Unterhalb wird es die weitere Eintrübung geben. Da hätten wir hier das Retracement bei 3,30 bereits als nächsten Support. Und darunter kommt ja schon die wichtige harte Supportzone SMA 100 bei knapp 12.220. Dann die 180 und die 130 und die 100 ist die wichtige Supportzone hier in die bricht. Dann haben wir auch übergeordnet, droht auch das Bild übergeordnet Richtung bärisch zu kippen. Aber das muss heute erstmal nicht passieren. Gestern wurde ein wichtiger Support getestet, zeige ich gleich nochmal Tagesschart. Heute könnte eben erstmal etwas abwartende Haltung beginnen, bevor dann die Termine des Tages anstehen. Der Fed-Chef wird reden vom Repräsentantenhaus 16 Uhr und 20 Uhr gibt es dann auch das Sitzungsprotokoll der vergangenen Notenbanksitzung. Ja, im Wochenchart grob umfasst hier von der 12.600 zur 12.330, alles noch in Ordnung. Wichtig ist wirklich erstmal die Zone 508, ob das Gap offen bleibt oder nicht. Die Bullen müssten eigentlich über die 12.600 zurück, um in Richtung 670 zu laufen und dann darüber hinaus. Wir haben ja diese Begrenzungslinie noch offen, die ich euch seit letzter Woche gezeigt habe. Vergangene Woche folgte der Abprall und nun sind wir hier am alten Jahrestrend abgeprallt, direkt unterhalb gestartet und dort abgeprallt 12.600. Das war die Eröffnung für das Gap Close und die Bullen müssen jetzt kämpfen, dass sie diese Zone hier nicht hergeben. Falls sie die hergeben, dann dürfte der Juli durchaus rot enden und der August und auch der September könnte vielleicht unter ganz schwierigen Vorgaben noch stehen. Zoomen wir noch hinein in den DAX-Tageschart. Da sehen wir das Bild von gestern. Genau, wir haben zwei Dojis bloß ausgebildet, aber der Vergangene hatte eben durchaus was dargestellt. Wir haben hier den Juni-Aufwärtstrend. Er wurde gebrochen per Abwärtsgap. Hier ist das Aufwärtsgap aus der vergangenen Woche. Hier ist nun das Abwärtsgap. Diese Zone hier ist quasi abgekapselt. Man spricht dann von einer Inselumkehr, wenn dieser in einem Gipfel geschieht und auch mit Bruch einer wichtigen Trendlinie, der Monatstrend, dann ist dies häufig auch eine Umkehrformation. Aber dieses Gap muss dafür eben offen bleiben. Es ist bis 5,8 wurde es geschlagen. Das alte begann bei 4,85, also Zone 12.485. 508 ist nun wichtig. Wenn diese offen bleibt, dann könnten sich ja wirklich diese Inselumkehr könnte sich dann voll entfalten und dann weiteren Abgabedruck in den nächsten Wochen erzeugen. Also 485, 58 wäre wichtig. Als wichtiger Widerstand unterhalb lebt die Spanne über die 438 zur 48 und 365. Da kommt nur auch das mittlere Bollinger Band hingelaufen. Heute die Zone 365. Wenn wir dies brechen, dann dort durchfallen, gibt es direkt das nächste Verkaufssignal. Wir bewegen uns in diese Zone hinein. 330, 260, 220 und 180. Das wäre dann eine wichtige Supportzone. Hier könnte sich da vielleicht auch ein großes SKS ausbilden, dass wir jetzt hier runterlaufen und dann hier nochmal einen Bogen hochschlagen Richtung 438. Aber nur wenn das mittlere Bollinger Band eben hergegeben wird, welches heute Richtung 365, 370 laufen wird, vortages. Tief. Ansonsten ist die Spanne erstmal aktiv über 3,65, 4,8, 4,38
Und so 4,85 Gapdorf nicht geschlossen bei 5,8. Ansonsten pendelt der DAX wieder Richtung 5,50, wäre dann auch möglich. Wenn er das Gap schließt, wäre die 5,50 heute zu erwarten. Gut. Ansonsten bei Bruch, wie erwähnt, wird es hier eine erste Eintrübung geben. Neutral der DAX quasi heute von der 3,65. Mittlere Bollinger Band vielleicht ein paar Punkte höher. 3,65 neutral bis 4,85 würde ich es neutral sehen. 5,8, da hält sich das Bild auf. Wenn wir die schließen, geht es Richtung 5,50. Bruch, mittlere Bollinger Band 3,65. Und wir haben die Eintrübung Richtung 3,30, 2,60, 2,20, 180. Das wäre dann der Kampf um die wichtige Supportzone. Mal schauen, ob wir schon die neutrale Spanne, die wir hier sehen, von der 4,65 Richtung 4,80 verlassen können. Oder ob wir auf die wichtigen Termine warten müssen. 16 Uhr, wie gesagt, spricht der FED-Chef vom Repräsentantenhaus. 20 Uhr gibt es erst das Notenbankprotokoll. Bis dahin könnte man sich vielleicht etwas zurückhalten und eine enge Spanne ausbilden, abwarten innerhalb der Vortageskerze. Vielen Dank erstmal fürs Zuschauen. Wir sehen uns dann gleich im Trading-Chat auf tradingportal.net und wollen dann mal schauen, wie der Xetra DAX in den Handel kommt. Vielen Dank und bis gleich. Ciao.